Womit wir genau anfangen, weiß ich nicht mal. Eventuell mit einer Heldenprobe. Das wäre ja mal ganz sinnvoll vielleicht. Also ich mache einfach mal L12, das schafft man sowieso immer. Gerade mit den Helden schafft man das definitiv. Joa. Nee. So. Ja, Also, gut, was gut an dieser Base ist, ist, dass sie erstmal auf die Gebäude gehen, die Helden, beziehungsweise die Angreifer. Allerdings, bei Schnitter bringt das gar nichts, weil damit ja alle Helden sofort tot sind. Versuchen wir also mal L13 das auch zu schaffen, nur Triantor sowieso. Wie gesagt, die gehen jetzt erstmal alle auf die Gebäude, das ist in dem Fall sogar gut. Weil die halt eben, die Helden können einfach erstmal machen, ohne dass sie großartig zurückkriegen, wobei Triantor gibt sowieso nicht großartig zurück. Aber an sich ziemlich geil eigentlich, weil man halt dann sich so den Proc langsam aufbauen kann, die alle wegrotzt, bevor sie überhaupt was machen können, wie man gerade auch ganz wunderbar sieht, weil die hier an der Mauer die ganze Zeit auch rumhängen. Aber was genau das jetzt so ein krasser Unterschied sein soll zu anderen Base-Designs? Ich hab keine Ahnung. Außerdem hasse ich, dass sich die Triantor-Teile immer so richtig oft wiederbeleben. Es fuckt übel ab. Und zwar wirklich übel. Boah. Könnt ihr dann eventuell jetzt auch einfach mal sterben, bitte? Das wäre freundlich. Ach Gottchen, es ist gar nicht warm. Warum habe ich einen Pulli angezogen zur Aufnahme? Furchtbar. Also, es wäre wunderbar, wenn dieser eine wow, der wird die ganze Zeit gestunt, der kommt zu gar nichts. Kannst du nicht bitte einfach... Danke. Das ist meine Depot zerstören. Warum geht der denn auf die Mauer? Ist der Sinn von so einer Mauer nicht eigentlich, dass er drum rumläuft? Ich meine, das ist ja der Sinn von Base Designs mit Mauern. Warum mache ich diesen Test, wenn ich eh auf die Mauer gehe? Oh, der hat einen Deadly Strike. Liebe Leute, der Triantor hat einen Deadly Strike. Und es hat ihm trotzdem nichts gebracht. Sehr schön. Ja, wow. Also, da kann man jetzt nicht so krass viel feststellen. Die Sache ist halt einfach, er ist bei Welle T. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht schaffe. Wir können diesen Versuch theoretisch verschwenden. Ich fände es zwar ein bisschen schade, aber theoretisch könnten wir den verschwenden, um einfach zu schauen, wie es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das für Gildenkrieg schon einigermaßen hilfreich ist, dadurch, dass man hier nicht so viel zum Zerstören hat drumherum und die Helden halt direkt draufgehen können, aber... Ach, scheiß drauf. Es tut mir leid, lieber Marcel, falls ich deinen echten Namen sagen darf, wenn ich... Muss ich nachbearbeiten, tut mir leid. Ich werde jetzt einfach diesen Versuch, leider Gottes, auf deinen Kopf hauen. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Schön. Und ich komme nicht klar mit dem Zoom und nicht Zoom und so. Super. Ach, schön. Mal schauen, wie viele beim ersten Mal sterben. PD, bitte nicht. Nicht PD. Och komm, danke. Noch eben alle. Und jetzt kommt Molter. Oh nein, kommt schnell, löst aus, bitte. Bitte. Nein, PD ist gestorben, scheiße. Hat er keinen Gargoyle? Habe ich den Gargoyle nicht mit rein? Oh scheiße, ich glaube, ich habe... Hat er einen Gargoyle? Upsala. Ich habe keinen Heiler dabei. Gut, das ist natürlich wiederum ein bisschen bescheuert eventuell. Du musst Flat halt eben alles alleine machen. Macht er auch? Schön. Da wieder vielen Dank an IGD, dass ich diesen Kackhelden immer noch nicht habe. Okay, Welle T3. Skullnet ist einmal tot. Komm schon, Vlad. Und die Gebäude sind weg. Jetzt will ich aber wissen, ob er einen
Gaga hat den ich einfach aus Dummheit nicht mitgenommen habe. Wo habe ich? Ach, da. Habe ich zwar gerade selbst gebaut, eine halbe Stunde lang, aber weiß nicht mal mehr, wo ich es hingestellt habe. Gargoyle? Gargoyle, ja gut. Geiles Talent, alles super, aber halt nicht evolviert. Und 160, gut, hätten mir da jetzt auch nicht so viel gebracht. Gegenkrieg kann ich leider nicht versuchen. Der liebe Mann ist auch in meiner Gilde, deswegen, I don't know, aber... Au. Startet halt noch nicht, ne? Also, Leute, sorry. Es wird auch als nächstes eins geben, was ich dann... Das bringt eigentlich auch gar nichts, weil während des Gildenkriegs kann man sich ja nicht anschauen, wie man angegriffen wird. Also, an sich müsste das mit dem Gildenkrieg selbst testen, wie gut ihr dann da mit klarkommt. Ja. Ich würde sagen, da kann man jetzt gar nicht mehr so viel Großartiges machen. Wir können auch mal so eine Heldenwelle versuchen. 14. Oh, Vlad. Das wird nicht machbar sein. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe jetzt auch eins gemacht, was nur gut aussehen soll, meiner Meinung nach. Vielleicht hat es auch einen Vorteil, ist auch so ein typisches Gildenkrieg-Teil. Das habe ich auf Leons Account unauffällig gebaut, ohne dass er es wusste. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren wird. Es ist das Fledermaus-Design, das wird dann nächstes Mal drankommen. Und ich wollte da mal schauen, ob es da einen Vorteil gibt oder nicht, ob das funktioniert überhaupt oder ob es wirklich einfach nur gut aussehen soll, weil mir nicht so ganz erklärbar sein soll, ist tun. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wie so ein Fledermaus-Ding, was kaum Mauern hat und so, wirklich was leisten soll. Das ist zu heiß. Das ist zu heiß. Naja, auf jeden Fall, das kommt dann nächstes Mal. Wir haben es geschafft. Fickt euch. Naja. Also an sich, ja, kann man machen. Aber haut mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht um. Also die letzte, die ich getestet habe, hat mich irgendwie mehr umgehauen, weil ich damit die Welle geschafft habe. Die ich vorher halt nicht geschafft habe. Könnt ihr auch nochmal reinschauen, falls ihr es noch nicht kennt. HBM Test 1, richtig spektakulärer Titel. Oh mein Gott, ich hasse Pixie, ohne Witz. School 1, komm, du rotzt es allein. Nicht, okay. Dann hat sich das damit auch erledigt. Ich lasse mir jetzt noch einfach so übrig, ich habe alles aufgebraucht, das tut mir leid. Ja, ich würde sagen, ihr könnt euch eigenes Bild von dieser Base machen. Ich würde sie nicht dauerhaft nehmen. Ich bleibe erstmal bei meiner, die ich momentan habe.